Einen wundervollen guten Tag und Moin aus Cuxhaven. Heute ist der 15. April 2021 und das Wetter ist nicht wirklich besser. Nee, also ich weiß auch nicht, was im Moment los ist. Der April, der macht, was er will und das zeigt er auch, der kann es nämlich. Heute wieder nach einem schönen Start in den Tag mit blauem Himmel, aber kalten Temperaturen wird es dann immer bedeckter jetzt. Ich glaube, es geht wieder gleich los zu regnen. Machen wir uns also den Nachmittag schön. Jetzt ist es 15.48 Uhr für mich zumindest. Und ich komme zum drittletzten Biertest, was Hoppebräu angeht. Dann ist die Lockdown-Box zum Probieren für mich auch schon wieder Geschichte. Schade, denn es bringt wirklich Spaß, die ganzen wirklich sehr unterschiedlichen und tollen Biere von Hoppebräu aus Waakirchen einmal kennenzulernen. Heute, ihr Lieben, geht es wieder um eines aus der Reihe, die Wuigen. Und da schaue ich dann auch mal wieder in meinen kleinen Flyer, der beigelegt war, der Lockdown-Box, die ich, ich sag's immer gerne, Anfang, Mitte Februar diesen Jahres bestellt hatte. Und wenn man die dann so ein bisschen aufblättert und auf der insgesamt dann äußeren rechten Seite schaut, da gibt es wieder ein paar Infos über die Wuigen. Und da habe ich dann auch tatsächlich dieses schon angetippt, was heute drankommt. Heute wird es nämlich Fuchsteufelswuid. Das ist ein Double IPA. Der Name sagt schon viel, steht hier. Hier wird es kräftig bitter, vollmundig und sehr stark. Im Antrunk malzig, dann wird es extrem herb. Und im Abgang bleibt ein intensiver, harziger Hopfenton, gepaart mit Alkohol und einer frischen Hopfennote. Ja, wenn ihr selber mal ein bisschen gucken wollt, was Hoppebräu vielleicht auch für euch so bietet, geht einfach mal auf deren Internetseite www.hoppebräu.de. Da sollte was für euch dabei sein. So, hier ist es dann auch, das gute Stück. Sieht wieder genial aus. Also die Etiketten gepaart mit dieser wirklich klasse Flasche, das bringt Spaß. Die Flaschen leider übrigens, muss ich nochmal an Hoppebräu loswerden. Die wird man hier nicht los. Es gibt halt keine Kisten, kein Sortiment hier im Norden, das solche Flaschen tatsächlich beinhaltet. Obwohl eine würde mir einfallen, die so ein bisschen in die Richtung geht, aber die geht auch schon wieder raus aus dem Bereich, weil hier ist so ein dicke Wulst im Prinzip. Also man wird die Flaschen nicht los. Ich muss sie tatsächlich in Altglas reinschmeißen. Schade. Aber Fuchsteufelswuid, ein obergäriges Starkbier, erwartet mich jetzt mit 8,2% Volumen Alkohol und einer Stammwürze, so steht es hier von P18. Alles vorne drauf. Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Genommen wurden folgende Zutaten, und zwar Pilsener Malz, Kara-Aroma, Melanoidenmalz. Aus dem Bereich Hopfen kommen dann Taurus, Galaxy und Calypso. Das Bier soll passend zu scharfen Gerichten, gegrilltem und Fleisch. Und schmecken, so steht es hier zumindest auf der Flasche, soll es fruchtig, würzig, harzig und herb. Ein Double India Pale Ale. Steht auch alles so auf der Rückseite drauf. Die Bottle Cap, wie man es von Hoppebräu kennt, ich habe es schon mehrmals gesagt, das Haar mit dem Haken oben. Da wollte ich nochmal euch zeigen, in welche Richtung der geht. Vielleicht haben sie es hier auch im Flyer drin, aber nö, da ist es tatsächlich nicht zu sehen. Okay, gut. Genommen wird heute auch wieder der Willi-Becher, der war natürlich auch beigefügt. Der Lockdown-Box hat allerdings nur 0,3 Liter Fassungsvermögen. Schade, ich hätte gerne einen halben Liter gehabt, macht aber nichts. So, auf geht's zum Fuchsteufelswuid, das drittletzte aus dieser Reihe. Ein wildes gibt's da noch von Hoppebräu und ein klassisches habe ich noch für euch. Meine Herren, das sieht schon richtig schwer aus. Ich stehe jetzt hier, hatte heute tatsächlich in der Küche vor dem offenen Fenster und habe ein bisschen bessere Lichtverhältnisse als sonst so.
Es erscheint wirklich ein fast bernsteinfarbenes, naturtrübes Bier. Sieht richtig cool aus, oder? Schaumkrone dünn, ein Finger breit und relativ, ja, lebendig, sage ich jetzt mal. In Richtung fein und cremig geht es. Hält aber nicht so gut. Also das kann ich jetzt schon sagen. Hält nicht gut am Glas. Zumindest würde ich das jetzt mal so beurteilen im ersten Moment. Ich sehe es auch nicht wirklich sprudeln. Es ist natürlich wirklich relativ trübe, dass man das sowieso schlecht sieht. Oben sprudelt es ein bisschen aus dem unteren Bereich des Glases. Kann ich es nicht erkennen? Nee. Aber die Farbe ist wieder der Hammer. Also passt zur Flasche. Wirklich. Guckt euch das an. Da ist schon eine gewisse, ja, Ähnlichkeit zu sehen, ne? Es riecht fruchtig, exotisch ein bisschen, aber auch nach Lemon so ein bisschen. Also biermäßig ist da nichts, was daran erinnert irgendwie. Zum Wohl. Da wirst du Fuchs drauf jetzt wohl, aber wirklich. Ich habe nun in den letzten Tagen immer mal wieder auch ein sehr saures Bier getrunken, sage ich mal. Mit Absicht sage ich auch sauer und nicht bitter. Dieses ist tatsächlich sauer und bitter zugleich. Diese Säure, die man im Mund hat, durch diesen etwas fruchtigen, sauren Geschmack. Die bittere, wirklich vom Hopfen. Die Zunge wird sofort belegt, sofort trocken. Hatten eine wirkliche Stärke und echte Wucht, das Bier. Hat einen richtig starken Körper auch. Das sieht man, das spürt man aber auch. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich mich hier wirklich schüttel. 8,2% Volumen Alkohol, ja, das ist ein Starkbier und das schmeckt man und das merkt man auch, finde ich. Aber speziell bei Starkbier finde ich, da gehört es, eine ausgewogene Balance zu schaffen, gehört es dazu, ist aber unheimlich schwer, bin ich meiner Meinung. Viele Starkbiere sind auch wirklich nur stark und schmecken dann einfach nicht. Dieses ist stark und hat aber durchaus einen interessanten, angenehmen Geschmack irgendwie. Charakter, würde ich sagen. Also die Bittere überwiegt. Das hat einen enormen Bitterwert. Wer darauf steht, wer also vielleicht einen Pilz ganz gerne mal trinkt, gepaart mit einem fruchtigen Touch, vielleicht auch der ist hier richtig aufgehoben. Ich bin eher nicht ganz so der Pilztrinker, trotzdem finde ich dieses Bier tatsächlich gar nicht so schlecht. Ne? Muss man natürlich aufpassen, ist echt stark. Das Fuchsteufelswuid aus dem Hause Hoppebräu aus Waakirchen. Also, alles zusammen muss ich wirklich sagen, merkt man auch diesem Bier an. Das haben Leute gemacht, die mit Herzen dabei sind, die kreativ sind, die auch mal einfach was anderes ausprobieren wollen. Und hier haben sie es geschafft. Also wirklich wahr, so ein Bier in dieser Art habe ich tatsächlich noch nicht getrunken. Mein Geschmack trifft es nicht 100%. Das ist aber auch jetzt nicht weiter verwunderlich. Wie gesagt, ich bin eher der süffige Typ. Pilz und auch diese bittere Art von IPA mag ich persönlich leider nicht ganz so sehr. Trotzdem finde ich, es ist ein interessantes Bier und ich möchte diesem Bier von 10 möglichen Punkten 5 geben. 5, weil ich wirklich glaube, das ist ein Bier, das kann man auch mal als Anfänger, als Newbie trinken.
zum Start in den Abend allemal, zum schönen Essen wirkt so ein Bier, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Hat eine tolle Farbe, es sieht schön aus, wirklich, es riecht toll. Also es ist wirklich ein gutes Bier und deswegen von meiner Seite her diese 5 Punkte mehr als gerechtfertigt. Tja, und das war dann auch schon der Biertest für heute aus dem Hause Hoppebräu sozusagen, aus der Lockdown-Box zum Probieren. Das mein drittletztes Bier. Leider, 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 demnächst ist es dann vorbei. Ein klassischer Stil kommt das nächste Mal für euch von Hoppebräu dann zum Testen, bevor es dann nochmal ein letztes Vuides gibt. Habe aber natürlich auch noch meine normalen Biertests und da erwartet euch beim nächsten Mal ein nordisches Bier. Ich hatte es schon angekündigt, der Gewinner der 4. deutschen Hobby-Brauermeisterschaft wird von mir für euch vorgestellt. Ich danke euch fürs Zugucken, bleibt gesund, passt schön auf euch auf und ja, ich sage schon mal ein schönes Wochenende, geht ja dann morgen Nachmittag auch los. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Cuxhaven.